Hi Friends, Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe heute die komplett neue Judith Williams Make-up-Kollektion, die es aktuell auf so einem Extra-Aufsteller in der Drogerie gibt. Ich habe eine Meinung und wir werden das Ganze heute in mein Gesicht bringen. Ich bin super gespannt, wie die Produkte aussehen, denn hier sind Produkte dabei, wo ich glaube, dass sie vielen von euch gefallen könnten. Und ein Produkt, was wahrscheinlich eigentlich nur für mich gemacht ist. Und wenn ihr wissen wollt, welches das ist, dann bleibt einfach dran. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video. Ich hoffe, es geht euch gut. Ihr habt einen wunderschönen. Heute ist Mittwoch oder Freitag. Ich bin sehr gespannt, ich bin fit, ich habe gerade gefrühstückt und möchte jetzt mit euch starten. Vielleicht kennt ihr Judith Williams, sie ist, ich glaube, eine der größten, erfolgreichsten Unternehmerinnen in Deutschland. Sie ist bei der Höhle der Löwen. Sie ist ein sehr, sehr großes Geschäftsvorbild für mich, weil sie sehr, sehr tolle Produkte hat. Weiß nicht, wie die Produkte sind, aber generell ihre ganze Reihe ist sehr, sehr gut und das funktioniert alles gut. Sie ist eine sehr souveräne Geschäftsfrau und die sich gut für die Rechte von Frauen und für die Unterstützung von Frauen einsetzt, was ich super wichtig finde. Wie ihr Make-up ist, das finden wir jetzt raus. Und wir starten auch direkt mit dem ersten Produkt und das ist diese Soft Coverage Cream. Es gab schon mal eine Foundation von ihr vor ungefähr 2 Jahren. Ich habe ein Video schon zu den Produkten gemacht. Ich verlinke euch das einmal hier in der Ecke, falls ihr das nicht gesehen habt. Die Sachen waren gar nicht schlecht. Ich weiß, dass Janine vom Kanal bei Janine den Concealer sehr, sehr gerne mag. Ich habe mir jetzt die neue Foundation einmal ausgesucht. Die hat einen Lichtschutzfaktor von 15 mit drin. Ich habe euch neulich gesagt, wie ich dazu stehe zu Lichtschutzfaktor in Make-up-Produkten an sich. Ist eigentlich Quatsch, aber wenn es drin ist, und das Produkt an sich nicht verändert oder den Effekt vom Make-up nicht verändert, ist das okay. Die zartdeckende Soft Coverage Cream mit Lichtschutzfaktor 15 verschmilzt beim Auftragen regelrecht mit dem Teint und perfektioniert diesen. Die auf Wasser basierende Formulierung schenkt der Haut ein langanhaltendes Gefühl. Anwendung. Tragen Sie das Make-up mit Fingerspitzen im Gesicht ein und verblenden Sie das. Preislich sind die Sachen eher so mittleres Drogeriesegment. Also steht alles in der Drogerie und preislich, naja, ist es nicht Essence. Kritikpunkt Nummer 1, und das hatte ich auch damals schon gesagt. Es gibt eine Farbe beim Concealer, bei der Foundation, beim Bronzer, bei vielen, vielen anderen Produkten. Auch auf dem, was Judith Williams hat, den Aufstellerteil von 183 Days bekommen im DM. Und ich glaube, vielleicht haben sie da mittlerweile mehr Farben reingemacht. Die gab es jetzt aber so erstmal nur in dieser einen Farbe und könnte ganz gut passen. Bei leichten Coverage Foundations passt sich das recht gut an. Trotzdem, eine Farbe ist zu wenig. Und das akzeptiere ich nicht. Wir testen das. Ich trage mir erstmal mit dem Finger eine halbe Seite auf. Farblich sieht das Ganze sogar ganz passend aus, weil die Deckkraft halt wirklich sehr, sehr leicht ist. Die ist ganz zart parfümiert, würde ich sagen, und fühlt sich sehr, sehr flüssig an. Manchmal ist das für den Alltag, glaube ich, gar nicht schlecht, wenn man so eine softe Foundation hat. Ich persönlich mag es nicht für den Alltag, aber ich glaube manchmal, wenn man sich einfach nur so ein bisschen frisch fühlen möchte. Ihr seht, also farblich ist es okay, es ist ein bisschen warm, finde ich gerade. Aber das ist halt immer das Problem, ne, bei diesen Einfarben-Foundations. Also seht ihr, die ist schon recht dunkel. Es gibt ein Produkt, was ich eigentlich ganz cool fand und ich dachte, dass mir das helfen könnte für dieses Produkt. Das sind die Glam Bronzing Drops mit Vitamin E. Das ist eine ganz coole Sache. Das sind Tropfen, die könnt ihr euch so ins Gesicht geben. Ihr könnt damit eure Tagespflege mit ein bisschen Farbe versehen und ihr könnt eure Foundation damit dunkler machen oder damit Cream Bronzing betreiben. Ich bin gespannt. Ich mache jetzt mal die halbe Seite fertig und dann schauen wir uns das Ergebnis mal von nah an. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, aber in dem Moment, wo ich mir die Foundation ins Gesicht gegeben habe, also sie hat ja, wenn ich sie mir auftrage, schaut mal, die ist recht hell und sobald ich sie verblende, oxidiert sie. Und zwar nicht nur eine Nuance, sondern, oh, das stimmt, 3 Nuancen. Ich verstehe es nicht so ganz, weil der Effekt auf der Haut, sie fühlt sich sehr, sehr frisch auf der Haut an, wie frisch eingecremt, aber ihr habt gesehen, wie krass sich die Farbe gerade geändert hat. Und ich verstehe es nicht so ganz. Wisst ihr was? Ich trage mal eine Foundation jetzt. Nee. Doch.
Ich trage jetzt meine Foundation rüber, die zu hell ist, und dann mischen wir die Drops hier mit rein. Welche ist denn zu hell eigentlich alle? Hier, die Charlotte Tilbury Foundation ist ja im Vergleich, schaut mal, na? It's a lot. Ich gebe mir davon jetzt mal einen Pumpstoß hier rauf, das reicht. Und dann nehme ich diese Drops, die sind extrem flüssig, gebe ich mir wirklich einen Tropfen damit rein. Und wir schauen mal, ob sich die Foundation irgendwie... Oh, krass, ja. Sie verändert es nicht stark. Man kann ruhig zwei, drei Tropfen mit reinnehmen. Und jetzt tragen wir sie mal auf. Die passt natürlich jetzt farblich nicht so, wie sie sollte. Aber, ja, jetzt schaut euch das mal an. Jetzt kommen so die Deckkraft und die Farbe hin, wie sie eigentlich ist. Ich glaube, dass die Tropfen durch dieses Vitamin E sogar ein bisschen die Textur von der Foundation geändert haben. Oder dadurch, dass ich halt die andere Foundation als Primer benutzt habe, sieht die super frisch aus. Jetzt im Vergleich, ne, wie ebenmäßig diese Seite aussieht und wie frisch diese Seite aussieht. Und hier sieht es aus, als hätte ich einfach selbst Bräuner benutzt. Und ich habe auch das Gefühl, es wird immer, immer, immer dunkler. Deswegen... Vielleicht als Grundlage, okay, wenn man noch ein Produkt mehr im Gesicht haben möchte, ja. Aber als Foundation oder auch so als Tagescreme funktioniert es bei mir zumindest nicht. Ich glaube, wenn ihr dunkler seid als ich und wirklich nur diesen ganz zarten Touch an Farbe haben wollt, dann ist das eine gute Sache. Schaut mal, wie schön frisch meine Haut jetzt aussieht. Man könnte die jetzt tatsächlich auch als Bronzer benutzen. Ich habe es vorhin mal ausgetestet. Ich gebe mir mal einen Tropfen auf meinen Handrücken. Es ist extrem flüssig. Sieht einmal so aus. Und wenn ihr das dann verblendet, das ist nicht ölig, das ist nicht pudrig. Das ist ganz, ganz zart. Recht warm, also seid damit vorsichtig. Aber wenn eure Foundation die falsche Farbe hat, könnte das, glaube ich, wirklich mal ganz gut sein. Mir wird es wahrscheinlich oft jetzt helfen. Ich habe so ein Produkt nicht. Ich weiß, es gibt es von anderen Marken auch. Aber dadurch, dass hier noch Vitamin E drin ist und das sehr, sehr unverändernd ist von der Textur, gefällt mir das so jetzt gar nicht schlecht. Wir machen weiter mit dem Concealer, Freunde. Auch hier eine Farbe. Ich habe ihn schon mal geswatcht. Kommt nämlich hier in so einem kleinen Schwämmchen-Applikator. Na, schaut mal. Und der ist ja jetzt extrem hell. Im Vergleich auch zu der Foundation. Ich hell damit jetzt nochmal so ein bisschen meine Foundation auf und nehme meinen Schwamm und blende mir den ein. Auch der hat Hyaluronsäure mit drin, soll so ein bisschen ausgleichen, eine Natural Coverage und einen frischen Look haben. Also er lässt sich gut verblenden. Ich hätte jetzt gedacht, dass die Deckkraft leichter ist, aber in Kombination mit den Produkten vorher sieht es ganz frisch aus. Ich verstehe das Problem mit dieser einen Farbe nicht. Also ich verstehe das nicht mit dieser einen Farbe, weil das Ergebnis an sich... Gefällt mir gut. Das ist super frisch und schön saftig, ne? Sage ich immer gerne. Aber wenn das in mehreren Farben da gewesen wäre, zumindest auf dem mindestens drei Farben, hell, mittel und dunkel, und dann kann man das ja immer noch anpassen mit diesen Drops, ne? Das ist so meine Idee gewesen jetzt. Aber so an sich gar nicht schlecht. Hat sich gut verblenden lassen. Deckkraft ist natürlich jetzt nicht die höchste, das hat sie aber auch gesagt. Aber von der Textur her ist der... Ganz gut. Ich nehme jetzt nochmal so ein bisschen und platziere das punktuell frisch. Und der Concealer ist super reflektierend, das seht ihr. Wir haben einen Blush hier, beziehungsweise einen Bronzer mit Hyaluronsäure, Contouring Natural Rouge und ein Youth Glow. Also hier soll wohl ein kleiner Glow mit drin sein. Wir nehmen uns jetzt hier mal so einen Pinsel, der ist von Asam. Gehe hier rein und dann stempeln wir uns das hier einmal hin. Bräuchten wir jetzt eigentlich ehrlich gesagt nicht mehr. Hat einen ganz zarten Glow. Das Ergebnis vom Finish her gefällt mir gut. Das ist ganz verrückt gerade. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, weil so wie die Haut aussieht und wie sich das bewegt und wie die Produkte auf der Haut sitzen, gefällt mir extrem gut. Nur ich finde, dass die Farbe so ablenkt vom Ergebnis, was das Ganze ein bisschen schwierig macht. Auf den Blush bin ich jetzt aber sehr gespannt. Ich nehme jetzt hier einen Blushpinsel und den tragen wir uns jetzt einfach mal hier so ein bisschen auf. Auch hier von der Textur her sehr schön, sehr, sehr weich, aber recht hell. Der sieht aber super, super schön aus. Also die beiden Produkte hier zusammen geben der Haut ein richtig schönes, frisches Gefühl. Und ich glaube, ihr könnt sehen, ne? Ich bin ja nicht mit Puder rübergegangen, außer unter den Augen so ein bisschen, dass die Haut sehr, sehr gut reflektiert. Würdet ihr sagen, okay, das ist halt ein sommerlicher Tan, den du jetzt hast? Oder sagt ihr, nee, das funktioniert nicht? Da bin ich super gespannt, was ihr zu sagt. Für die Lippen gab es mehr Auswahl. Ich habe mich jetzt hier für den
Boost Lipstick mit Hyaluronsäure in der Farbe 612 entschieden. Den tragen wir uns jetzt einmal auf. Ich glaube, der riecht nicht. Gut pigmentiert. Den, komm, wir probieren es jetzt mal aus. Ich gebe mir mal hier so ein bisschen was auf den Handrücken. Den kann ich mir perfekt als Blush vorstellen. Ich nehme den jetzt mal hier mit einem Pinsel auf, weil der auch so ein bisschen gelartig ist. Und das sieht schön aus. Der gibt dem Gesicht nochmal diesen, seht ihr? Hier, diesen frische Effekt. Als Lippenstiftfarbe für mich persönlich jetzt nichts, ist mir zu pink. Aber hier so als Blush, ja. Und dadurch, dass er diese Hyaluronsäure mit drin hat, ne, wirkt er auch nochmal so ein bisschen feuchtigkeitsspendender auf der Haut. Ich habe jetzt auch nicht das Gefühl, dass ich die Base selbst setzen müsste. Wir probieren jetzt mal dieses Spray einmal aus. Da ist wie so ein Puder mit drin. Und das muss man dann schütteln und sorgt für ein mattes Finish. Eigenschaften eines Primers hätten wir auch als Primer auftragen können. Aber dann wäre es vielleicht zu matt gewesen. Lassen wir kurz antrocknen und tragen uns in der Zwischenzeit hier den Juicy Lip Wonder mit pflegenden Ölen Ultimate Lip Drink Intensive Care und Soft Touch in der Farbe 510 auf. Hat ein kleines Füßchen. Fühlt sich sehr schön an. Ich glaube, er schmeckt sogar ein bisschen. Ich bin gerade so verwirrt. Super verwirrt. Ich glaube, ihr merkt es, ne? Wie ich die ganze Zeit hingucke, weil ich hole euch ein Stückchen näher ran. Schaut euch mal dieses Profil an, ne? Die Haut sieht super frisch, super sommerlich aus. Die Haut sieht fantastisch aus. Fantastisch. Das Make-up, was ich immer will, dieses Glowy, kaum Puder benutzt. Dieses Spray hat leicht mattiert, aber nicht so doll, sondern so, dass ich jetzt sagen würde, okay, so könnte ich jetzt rausgehen. Aber die Farbe. Okay, ich glaube, ihr merkt, ich bin wirklich... Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Fantastisches, fantastisches Finish. Preis-Leistungs-Verhältnis übertroffen. Aber dadurch, dass die Farbe so extrem weit weg von meiner Farbe ist fürs Gesicht und von 99% aller anderen Menschen auch, ist es schwierig für mich, das jetzt so ein bisschen zusammenzufassen. Ich bin super gespannt, was ihr dazu sagt. Vielleicht habt ihr einen Tipp für mich, wie ich die Produkte benutzen kann, dass ich sie regelmäßig im Alltag integrieren kann. Ich glaube, am Ende reichen diese Drops, um diesen frischen Glow zu erzeugen. Schreibt mir gerne, wie ihr die Produkte findet, falls ihr sie schon benutzt habt. Große Empfehlung geht auf jeden Fall hier an dieses Blush- und Bronzer-Duo und an den Lippenstift als Blush, weil dieser Bereich hier sieht wunderschön aus. Vielen Dank, dass ihr heute mit dabei wart, Freunde. Ich schaue mir das Ganze jetzt noch mal ein paar Stunden an und gebe euch dann Feedback auf Instagram. Also schaut da gerne vorbei. Vielen Dank, dass ihr heute mit dabei wart. Ich setze euch die Produkte, falls ihr sie finde, online einmal unten hin. Ansonsten findet ihr sie in eurer Drogerie aktuell. Bis zum nächsten Mal.